Hallo Kinder, wenn ich euch jetzt frage, was das hier ist, dann werdet ihr bestimmt sagen, das ist eine Mauer, ganz klar. Aber das hier ist nicht irgendeine Mauer, das ist die 5%-Hürde. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. 5%-Hürde oder 5%-Sperrklausel ist ein Begriff aus der Politik. Genauer gesagt kennt man ihn von Wahlen. Alle paar Jahre gehen die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl und wählen beispielsweise einen neuen Bundestag oder Landtag. So heißen bei uns in Deutschland die Parlamente. Das habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen oder in der Zeitung gesehen. Da kommt dann am Ende so ein Diagramm raus für das Wahlergebnis. Wir haben euch hier mal so ein Diagramm aufgemalt. So sieht das dann beispielsweise aus. Und da sieht man, dass 9 Parteien in das Parlament gewählt wurden. Ne? 9 Balken, 9 Parteien. Und jetzt kommt die 5%-Hürde ins Spiel. Da haben wir hier mal diese gestrichelte Linie eingezeichnet. Und wie wir sehen können, haben 5 Parteien mehr als 5% der Stimmen erreicht und 4 Parteien weniger als 5%. Und weil diese 4 Parteien weniger als 5% erreicht haben, dürfen sie nun nicht im Parlament sitzen. Ist schade, ist aber so. Das hier ist der Manuel. Der Manuel ist Mitglied der Piratenpartei. Und mit dieser Piratenpartei möchte der Manuel bei der nächsten Wahl in den Landtag einziehen. Dazu müssen die Piraten aber die 5%-Hürde erklettern. Und das ist gar nicht so leicht, sieht man ja. Besonders unfair findet der Manuel das, weil die Piraten vorher schon ganz viele Unterstützungsunterschriften sammeln mussten. Da haben wir schon mal ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch auch hier nochmal angucken. Und die haben dann auch diese Unterschriften gesammelt, alle beim Amt abgegeben und trotzdem steht da jetzt noch diese fiese Mauer. Um die Mauer zu überwinden, machen die Piraten nun also Wahlkampf, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Wort. Und da sprechen sie mit ganz vielen Menschen. Doch ganz oft sagen diese Menschen dann, dass sie die Piraten zwar mögen, aber wählen würden sie sie nicht, wegen der 5%-Hürde. So etwas nennt man dann taktisches Wählen. Klingt komisch, ist es auch. Was ganz viele aber nicht wissen, es gibt neben der 5%-Hürde auch noch eine 1%-Hürde. Die haben wir hier mal eingezeichnet, das ist die mit den kleinen Pünktchen. Und da sehen wir, dass die 4 Parteien, die die 5%-Hürde nicht geschafft haben, aber alle über der 1%-Hürde liegen. Was macht diese Hürde also jetzt? Das ist ganz einfach. Wenn man bei der Landtagswahl mindestens 1% der Stimmen bekommt, dann erhält man eine sogenannte Parteienfinanzierung. Boah, ganz schön langes Wort. Das heißt, man bekommt Geld für die politische Arbeit, auch wenn man nicht im Parlament sitzt. Der Manuel und die Piraten machen darum weiter kräftig Wahlkampf und hoffen darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger ihnen helfen, über die 1%-Hürde zu klettern. Dann können die Piraten nämlich weiterhin Politik machen und unsere Gesellschaft ein bisschen besser machen. Und mit ein bisschen Glück klappt es dann nächstes Mal auch mit der 5%-Hürde. Wir wünschen ganz viel Erfolg, macht's gut, bis zum nächsten Mal.